Was ist OCG und TCG? Das sind Abkürzungen. OCG steht für Yu-Gi-Oh! Official Card Game und TCG steht für Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Gibt es Yu-Gi-Oh! Zweimal? Sozusagen. Während die meisten Unternehmen sich glücklich schätzen würden, wenn sie überhaupt ein Sammelkartenspiel erfolgreich an den Markt bringen könnten, kann Konami sich den Luxus gönnen, das Spiel viel komplizierter zu vermarkten, als es sich je einer seiner Wettbewerber vorstellen könnte. Was heißt das? Bügeln wir erstmal durch das OCG durch. Das OCG gibt es seit dem 4. Februar 1999 mit dem Release des Sets Volume 1. Das OCG wird in Asien gespielt. Japan, Südkorea, Hongkong, Taiwan, Malaysia, Philippinen, Singapur, Thailand und China, nur um so ein paar genannt zu haben. Die Karten werden von Konami Japan und Konami Hongkong vertrieben. Für den südkoreanischen Markt ist Daehon Media verantwortlich, die dort den Druck und Vertrieb steuern. Die OCG-Karten sehen auf den ersten Blick genauso aus wie unsere Karten. Auf den zweiten Blick merkt man, dass einem das Anime-Japanisch nur bedingt weiterhilft. Und wenn man mal die Karten umdreht, dann sieht man, dass da auch ein ganz anderes Logo drauf ist. Und ja, man darf OCG-Karten miteinander mischen, selbst wenn die hinten anders aussehen, weil das jetzt zum Beispiel eine koreanische und eine japanische Karte ist. Dann muss man aber auch mit Hülle spielen, damit die Herkunft nicht sofort ersichtlich ist. Gespielt wird in der OCG übrigens nach der OCG-Banlist. Kommen wir dann zum TCG! Das TCG gibt es seit dem 8. März 2002 mit dem Release des Sets Legend of Blue Eyes White Dragon. Das TCG wird überall dort gespielt, wo das OCG nicht vertreten ist. Und die bekanntesten Regionen, wo das gespielt wird, sind unter anderem Australien, Europa und Amerika. Ja, Amerika! Und damit meine ich auch Nord, Mittel und Süd. Die Karten im TCG gibt es in 6 verschiedenen Sprachen. Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch. Die Karten im TCG werden von Konami vertrieben, geleitet von Konami USA. Hier gibt es bestimmt noch den ein oder anderen Zuschauer, der erinnert sich vielleicht noch an Upper Deck. Von 2002 bis 2008 haben sie das TCG vertrieben, unter der Leitung von Konami. Der Vertrag wäre bis 2010 noch gelaufen, aber zwischen den beiden Firmen kam es zum Streit. Illegal gedruckte Karten, andere Firmen und so, der ganze finstere Jazz. Am Ende führte das Ganze dazu, dass gegen Ende 2008 Konami das Ruder für das TCG übernahm. Gedruckt werden die Karten sowohl in den USA als auch in Belgien. Das Interessante dabei ist, dass die Karten aus den USA und Europa etwas unterschiedlich aussehen von ihren holographischen Effekten. Daher sammeln gerne viele Europäer US-Karten und Amerikaner EU-Karten. Auch wichtig ist es zu wissen, dass es nochmal einen Unterschied gibt zwischen der EU und den USA. Viele Karten, die Manga-Promos waren in Nordamerika, sind auf Turnieren außerhalb von Nordamerika nicht erlaubt, bis sie bei uns offiziell in einem Set gedruckt werden, die wir auch offiziell in unserer Region erwerben können. Zum Glück gibt es keine weitere solcher Promos mehr. Und die übrigen Karten, die noch nicht spielbar sind, sollten in den kommenden Jahren dann auch hoffentlich irgendwann mal auch für uns gedruckt werden. Diese Dreiteilung, Alter! Hey, aber wenigstens dürft ihr TCG-Karten aller verfügbaren TCG-Sprachen auf Turnieren spielen und beliebig miteinander mischen. Gespielt wird übrigens in der TCG nach der TCG-Banlist. Warum ist das so verschieden? Einerseits verstehe ich das Ganze ja. Das Spiel in der OCG ist 3 Jahre vor der TCG rausgekommen. Das ist mal eine große Lücke gewesen. Aber andererseits gibt es das Spiel nun seit 22 Jahren in der OCG und 19 Jahren in der TCG. Mittlerweile sind unsere Hauptsets nicht 3 Jahre zurück, sondern nur noch 3 bis 4 Monate. Und trotzdem pocht Konami weiterhin darauf, dass wir unterschiedliche Nebensets haben, haben zwischenzeitlich auf separate Banlists umgestellt, unterschiedliche Kartenraritäten, teilweise unterschiedliche Auslegungen von Spielregeln, damit das Ganze am Ende darin endet, dass dann auf der Weltmeisterschaft mit einer hybriden Banlist aus beiden Regionen gespielt wird. Und man nur dort OCG und TCG-Karten in einem gemeinsamen Deck spielen darf. Wäre das alles nicht viel, viel einfacher, wenn man das alles zentral und einheitlich hätte? Wobei, dann würde ich auch dieses Video nicht drehen. Ich würde das mega finden, wenn ich nach Japan fahren könnte und dort mit meinem TCG-Deck ein Turnier bestreiten könnte. Das wäre der Mega-Vlog des Jahrtausends. Was muss man sonst noch so beachten? Karten aus der OCG sind nicht turnierlegal im TCG. Genauso umgekehrt. Ihr dürft diese Karten nicht als Spielmarken verwenden oder als Field Center. Und vor allem nicht in eurem Deck spielen. Auch nicht, wenn ihr eine TCG-legale Kopie besitzt. Storytime am Rande. Das Ganze war auf einem Großturnier in Bochum. Da hat einer genau das getan. Der hat in seinem Deck OCG-Karten gespielt. Das hat der Gegner gemerkt und hat dann den Schiedsrichter mal rangeholt, ne? Und der hat das dann auch gesehen und dachte sich, jo, ne, hast du mal überhaupt mal die Teilnahmebedingungen gelesen, dass das nicht erlaubt ist?
Ich weiß nicht, ob er es getan hat oder nicht. Auf jeden Fall flogen dann Beschimpfungen. Es wurde sehr, sehr laut in der Halle und er musste entsprechend dann der Halle verwiesen werden. Gott, war das peinlich. Also, nicht machen. Wichtig am Ende noch zu wissen ist, im TCG gibt es oft eine Zensur von Karten, wenn es um Themen geht wie Religion, Gewalt und Nacktheit. Aber auch so etwas wie Schusswaffen und Drogenkonsum. Egal ob legaler oder illegaler Natur. Bei OCG-Karten ist das meist nicht der Fall. Dort wird eher recht selten zensiert. Gründe hierfür sind unter anderem kulturelle Differenzen, besorgte Eltern, Last Art Promotion, Firmenpolitik, besorgte Eltern, das Übliche halt. Dankeschön! Bitteschön! Kleiner Funfact zum Schluss. Ihr habt ja mitbekommen, diese Zweiteilung ist schon ein bisschen komisch, ne? Dann haben wir noch zum Teil die Dreiteilung mit den USA. Wir hatten sogar einen kurzen Moment in unserer Zeit, wo wir sogar eine Art Vierteilung hatten. Und zwar im Jahre 2014, im Oktober, kam mit dem Adventskalender 2014 in Deutschland eine Karte raus, die nur in Deutschland rauskam und damit eine deutschlandexklusive Karte war und mehr oder weniger allen anderen TCG-Ländern damit verwehrt blieb. Das war der Weihnachtsunterwäldler aka Santa Claus. Der kam erst ein halbes Jahr später in der Premium Gold als Reprint und wurde damit mehr oder weniger legal dann auch in allen anderen Sprachen des TCG-Bereichs.